Lass doch rum. Ja. Na ja, kannst du auch mitmachen beim Interview, ist kein Thema. Klar, natürlich. So, also hallo Dimitri, zuerst mal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir so ein kleines Interview, so ein kleines Talk hier zu machen. Ja, freut mich ungemein. Du bist ja sehr bekannte Billardszene, warst Weltmeister, Europameister, bist vertreten auf Eurotour-Turnieren, spielst in Fürstenfeld Pro, erste Bundesliga, jetzt auf dem Ardennen-Cup. Wie ist der Eindruck hier auf dem Ardennen-Cup für dich? Ja, super, natürlich. Ich meine, das ist gute Werbung fürs Billard. Ich denke, wenn es mehrere solche Turniere geben würde, würde Billard sicher noch bekannter sein als jetzt. Ja. Gerade haben wir dich ja gesehen, eine Partie gegen Joshua Filler. Ich muss sagen, du hattest die schwereren Bilder. So hat es sich für mich dargestellt. Ja? Also, du hattest wirklich immer so kleine Problemchen auf dem Tisch, wo dann also das einfach wegspielen. War dann nicht so, ne? Ja, ist klar. Er ist natürlich ein super Spieler und auch gut drauf im Moment und in der Form seines Lebens. Und ich habe eigentlich gut gespielt in diesem Turnier, habe mir auch meine Chance ausgerechnet in diesem Spiel. Aber wie Sie gesagt haben, es waren immer schwierige Bretter und es war für mich schwierig, einen Rhythmus zu finden. Und und so kam ich halt nicht ins Spiel. Und so ist halt Billard, kann man nichts machen, ja. Ja, wie im ersten Spiel dieser Kontakt, ne, von der Stellung her, wo dann die Weiße sich verstellt hat, ne, und es dann immer weiterging. Bei dem einen Spiel auch, du hast geprägt, offener Tisch, ist nichts gefallen. Ja, es ist natürlich, wenn man natürlich voller Selbstvertrauen ist, dann macht man auch diese Tische, aber da ich gar nicht erst reinkam, war es schwierig, diese so zu machen einfach. Und, aber ich habe gut gekämpft, war da 3-1 hinten und dann auch 4-3 hingekommen. Und dann ist nichts gefallen im Break und dann ist es halt gegen Joshua dann schwierig. Ja. Und du bist hier mit deiner ganzen Familie, ist dein Sohn? Ja. Hallo, grüß dich, wie heißt du? Janis. Grüß dich, Janis. Spielt Janis auch schon Billard? Ja, spielt auch schon Billard, ja. Jetzt ist interessiert, ja. Er wünscht sich schon ein Kö zum Geburtstag, hat er mir gesagt heute. Aha. Und dann geht's los. Ich habe auch mein erstes Kö mit 9 Jahren erhalten, also jetzt wird er 10. Also vielleicht ist das der Anfang, ne? Hast du auch schon einen guten Trainer? Ja. Also ich, wenn ich wie dich wäre, ich würde deinen Papa nehmen als Trainer. Ich glaube, da kann man was lernen von dem. Ja. Ja, also ich, wenn es ihm Spaß macht, natürlich. Ja, ich meine, und er ist lustig. Er hat gesagt, ja, da spielen ja auch viele junge Billard und so. Und das sind eben solche Events, die Jugend fördern. Und ich hoffe, vielleicht fängt er jetzt an, ja. Ja, schön. Also ich suche für meinen Sohn auch noch eine Sportart, der ist jetzt 10. Ja, da habe ich einfach nichts Interesse. Gut. Wäre gut, ja. Wenn er anfängt. Ja. Okay, Dimitri, ich bedanke mich dafür, gell? Wünsche dir noch viel Spaß hier weiterhin. Klar. Schade jetzt, ich hätte dich gerne nochmal gesehen. Und bedanke ich mich auch. Dankeschön. Also dann, ciao. Okay, alles gut. So.